Digital, Digitaltechnik. Zu den vielen Modewörtern unserer Zeit hat sich ein neues gesellt. Digital ist in, zumindest im Bereich der Technik. Aber auch im Konsumbereich ist es zum werbewirksamen Schlagwort geworden. Wenn man den Werbesprüchen glauben würde, dann müsste derjenige, der etwas auf sich hält, eine Digitaluhr besitzen, einen digitalen Taschenrechner oder aber seinen Fernseher über einen auf digitaler Basis arbeitenden Ultraschallgeber einschalten, sein Programm digital anwählen, Kontrast und Lautstärke von seinem bequemen Sessel aus regeln. Alles digital, mit digitaler Programmanzeige. Kein Wunder, so werden Sie möglicherweise sagen, dass das Fernsehen natürlich auch diese Masche aufnimmt. Gestatten Sie mir daher zunächst, liebe Zuschauer, ein paar Bemerkungen dazu, warum wir diese Sendereihe produziert haben. Ein Kurs im Medienverbund, der 13 Folgen hat und somit, so hoffe ich jedenfalls, uns immerhin 3 Monate lang Woche für Woche zusammenbringt. Also, warum Einführung in die Digitaltechnik im Fernsehen? Zunächst war es ein Wunsch, der uns von vielen Zuschauern zugetragen wurde, vor allem von Zuschauern, die vor einigen Jahren unsere Sendereihe Einführung in die Elektronik gesehen hatten. Das war der eigentlich auslösende Faktor. Daraufhin haben wir eine Bedarfsanalyse gemacht. Immer wieder wurde uns bestätigt, welch große technische Bedeutung der Digitaltechnik in der unmittelbaren Zukunft zukommt, und zwar in fast allen technischen Anwendungsbereichen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Anwendungsspektrum und das Volumen der Digitaltechnik sich etwa alle 2 bis 3 Jahre verdoppelt. Bestärkt wurden wir in unserer Ansicht aber auch durch die Tatsache, dass der Verein Deutscher Ingenieure in seinen Untersuchungen zum gleichen Ergebnis kam. So neuartig die Methoden der Digitaltechnik heute noch sein mögen, so gewiss ist auch, dass sie morgen bereits zum allgemeinen Grundwissen gehören, ähnlich wie Mathematik und Physik. Nicht nur an Hochschulen wird die Digitaltechnik gelehrt werden, sondern auch in Technikerschulen, in Berufsschulen und jedenfalls auch in allgemeinbildenden Schulen. Aber es gab noch einen weiteren Grund, warum wir diese Sendereihe produziert haben. Die Digitaltechnik ist nämlich im Grunde genommen relativ einfach erlernbar. Man benötigt im Wesentlichen vor allem logisches Denkvermögen. Das liegt daran, dass es nur wenige Grundelemente gibt. Sie lassen sich an den Fingern der beiden Hände aufzählen. Das sind einmal Logikelemente wie das Und, das Nicht, das Oder, das Nennt und das Nur und einige Speicher wie beispielsweise das RS-Flipflop, das JK-Flipflop, das C-Flipflop, Schieberegister und schlussendlich das Adder, also ein Addierwerk. Alle diese Elemente werden wir im Verlauf der Sendung ausführlich kennenlernen. Vor allem aber werden wir Ihnen zeigen, wie man diese so kombiniert, dass man zum Beispiel damit eine solche Maschine hier bauen kann. Hier, das ist ein Modell einer Schweißstraße für Karosserieteile. Das ist der Steuerschrank, der ausschließlich auf den Prinzipien der Digitaltechnik, der elektronischen Digitaltechnik funktioniert. Keine Angst, meine Damen und Herren, Steuerungen für eine solch komplizierte Maschine werden wir hier nicht entwickeln. Trotzdem meine ich, dass Sie durchaus in der Lage sind, nach 13 Folgen und entsprechendem Studium unseres Begleitbuches eine solche Steuerung in Einzelheiten zu verstehen und vielleicht sogar zu entwerfen. Auf Begleitbuch und sonstige Möglichkeiten des Medienverbundes kommen wir zu Ende der heutigen Sendung noch einmal ausführlicher zu sprechen. Beachten Sie dazu nachher aber auch vor allen Dingen unsere Hinweise im Nachspann. Aber schauen Sie jetzt zunächst einmal einige Beispiele aus der Praxis an, die wir in einem Film als typisch ausgewählt haben. Der erste Film wird etwa 6 Minuten dauern. Mit den Auswirkungen der Digitaltechnik kommen Sie bereits im Straßenverkehr in Berührung. Ob Sie an Straßenkreuzungen fahren dürfen oder nicht, diese Entscheidung nimmt Ihnen die Ampelanlage ab, deren Steuerung ausschließlich auf den Prinzipien der Digitaltechnik aufgebaut ist. Relais, Schrittschaltwerke und Halbleiterbauelemente gestalten in ihrem Zusammenspiel eine sinnvoll abgestimmte technische Logik. Die heutigen Ampelanlagen arbeiten weitgehend nach festen Programmen, in deren Ablauf nur begrenzt eingegriffen werden kann. Es laufen aber bereits in vielen Städten Versuche, die Eingriffsmöglichkeiten weitaus flexibler zu gestalten.
Die Verkehrsleitzentrale der Zukunft wird sicherlich ein Rechner sein, mit dessen Hilfe der Verkehr sich selbst lenken kann, jeweils nach optimalen Bedingungen. Auch dieser Rechner fällt seine Entscheidungen ausschließlich nach den Gesetzen der Digitaltechnik. Erste begrenzte Versuche, wie hier in Köln, gestalten sich erfolgversprechend. An wichtigen Stellen des Verkehrsnetzes wird die aufkommende Fahrzeugmenge zählend erfasst, der Rechner ermittelt dann die jeweils günstigsten Ampelphasen. Trotz aller Optimierungsversuche werden dem Straßenverkehr der Zukunft Grenzen gesetzt sein, besonders in den Ballungszentren der Städte. Aber der Individualverkehr muss nicht notwendigerweise im Chaos enden. Digitaltechnik kann auch hier den Weg weisen. Hier ein Beispiel von vielen möglichen der Zukunft, das sogenannte Kabinentaxi. Erste Prototypen sind bereits in Erprobung. In solchen Fahrkartenautomaten wird das Fahrziel als Nummer eingegeben. Eine Nummer, die vorher dem Übersichtsplan entnommen wurde. Der Automat errechnet den Fahrpreis, natürlich wieder digital, und gibt wie üblich eine Fahrkarte aus. Der gewünschte Zielort ist dabei auf einem Magnetstreifen, hier in der Mitte der Fahrkarte, digital mit aufgezeichnet worden. Mit dieser Karte geht der Fahrgast zum Kabinentaxi. Zugleich mit der Entwertung wird das Ziel gelesen und der Kabine mitgeteilt. Alles andere übernimmt nun die Digitalelektronik. Die Kabine sucht sich ihren Zielort ohne Zwischenhalt. Experten geben diesem und anderen ähnlichen Systemen durchaus Aussichten, sich in der Zukunft zu behaupten. Ein wenig von dieser Verkehrssteuertechnik, wenn auch in anderer Form, hat die Eisenbahn bereits vorweggenommen. Immer schon wurden die Züge über ein System von Weichen und Signalen digital gesteuert. Zur Optimierung des Betriebablaufs wurden Gleisbildstellwerke entwickelt. Hier kann jede Signalstellung und jede Zugposition genau und übersichtlich verfolgt werden. Die moderne Digitaltechnik mit ihren neuen Methoden und Bauelementen erleichtert das heutzutage natürlich wesentlich. Rationalisierung bei der Bundesbahn heißt vor allem auch die Entwicklung in dieser Richtung voranzutreiben. Ganze Verschiebebahnhofsysteme können so weitgehend automatisiert werden. Aber auch wenn es um höhere Fahrgeschwindigkeiten geht, hat die Digitaltechnik ein ernstes Wort mitzureden. Angestrebte Fahrgeschwindigkeiten von 250 Kilometern in der Stunde und mehr verlangen eine perfekte Überwachung aller Betriebseinrichtungen. Die Streckensignale beispielsweise müssen berührungsfrei abgetastet werden, viele Kilometer bevor der Fahrzeugführer das eigentliche Signal zu Gesicht bekommt. Sicherungssysteme, deren digitale Logik vielfältige gegenseitige Kontroll- und Verriegelungsmöglichkeiten eröffnet, sorgen dafür, dass das Unfallrisiko auf ein Minimum begrenzt wird. Durch intensive Untersuchungen, bei denen auch digitale Mess- und Auswertungsverfahren eingesetzt werden, bereitet sich die Bundesbahn auf diese neue Ära vor. Dieser Messwagen ist bei den Hochgeschwindigkeitsversuchen das wichtigste Werkzeug. Digitaltechnische Kenntnisse sind für den Bundesbahntechniker von morgen unentbehrlich. Dies gilt auch, und zwar in verstärktem Maße, für den Kreis der Personen, die sich im weitesten Sinne mit der Nachrichtentechnik befassen. Hier hat die Zukunft teilweise schon begonnen. Moderne Nachrichtenübertragung ist ohne Digitaltechnik nicht mehr denkbar. Hier in Raisting, in der Satellitenfunkzentrale der Deutschen Bundespost, ist man gut vorbereitet. Neue Übertragungsmethoden werden erprobt oder stehen kurz vor Inbetriebnahme. Aber auch bei den irdischen Nachrichtensystemen, zum Beispiel beim guten alten Telefon, bleibt die Technik nicht stehen. Zwar war die automatische Fernwahltechnik von Anfang an im Prinzip digital, denn Relais und Wähler sind von Hause aus digitale Bauelemente. Trotzdem bringt die moderne Elektronik auch hier eine Wachablösung. Die Bundespost schätzt, dass bis zum Jahre 2000 die Umstellung auf rein digital-elektronische Systeme abgeschlossen sein wird. Hier in diesem Wählamt in München-Perlach werden erste Erfahrungen gesammelt. Der Auslastungsgrad der Leitungen kann in dieser Technik neben vielen anderen Vorteilen wesentlich verbessert werden. Einer der Gründe liegt darin, dass in vollelektronischen Systemen eine Verbindung innerhalb weniger Tausendstel Sekunden vermittelt wird. Die Leitung wird dadurch länger für das eigentliche Gespräch genutzt. Auch der Fernmeldetechniker muss also umdenken. Diese Schaltschränke sind vollgepackt mit digital-elektronischen Funktionseinheiten. Das Fernmeldeamt der Zukunft wird zu einem Großrechnersystem.
Der Wunsch nach Rationalisierung bringt heute aber auch Technik in einen Bereich, von dem das Postwesen im Mittelalter seinen Ausgang nahm, der Briefversand. Automatisierung heißt auch hier die Devise. Die Adresse wird auf dem Brief in eine Form gebracht, dass Fototransistoren sie abtasten können. Diese dünnen Streifen beschreiben die Briefadresse in einer maschinengemäßen digitalen Form. In jeder Verzweigung, oder besser gesagt Weiche, wird der Brief nun automatisch so geleitet, dass er nachher in das richtige Fach, die richtige Versandgruppe gerät. Alles läuft automatisch ab mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Immer mehr dieser Briefsortierautomaten werden in den nächsten Jahren ihren Betrieb aufnehmen. Man erwartet dadurch endlich auch eine Kostensenkung in einem Postbereich, der bisher wegen des großen Personalaufwandes chronisch defizitär war. Weniger Personal, dafür aber Bedarf an qualifizierten Technikern. Technikern mit digitaltechnischen Kenntnissen. Auch ein Fahrstuhl arbeitet nach digitaltechnischen Prinzipien. Hier das voll funktionsfähige Modell eines solchen Aufzuges. Dies die elektronische Steuerung mit den logischen Baustufen und den entsprechenden Speichern. Aber was ist denn an all diesen bisher gezeigten Beispielen eigentlich das typisch Digitaltechnische? Zunächst müssen wir die Digitaltechnik einmal unterscheiden von der sogenannten Analogtechnik. Eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Analog und Digital finden wir bereits in den Anzeigeformen von physikalischen Größen. Ein Beispiel, die Spannungsmessung. Wir können einmal die Höhe der Spannung als Zeigerausschlag anzeigen, und zum anderen mit Hilfe von Ziffern. Dieses Zeigerinstrument ist ein sogenanntes Analogvoltmeter. Hierbei entspricht der Zeigerausschlag genau der Höhe der Spannung. Er steht in Analogie zum Spannungsbetrag. Ein ähnliches Beispiel für die Analogmessung ist der Tacho Ihres Autos. Der Zeigerausschlag ist umso höher, je größer die Geschwindigkeit ist. Er schlägt also umso weiter aus, je höher die Geschwindigkeit ist. Zeigerausschlag und Geschwindigkeit sind analog, also verhältnisgleich. Wir haben das hier natürlich mit einem kleinen Motor bewerkstelligt. Wir haben die Geschwindigkeit nur simuliert. Und hier der Kilometerzähler ist ein typisches digitales Anzeigeinstrument. Hier werden die gefahrenen Kilometer als Ziffern angezeigt. An diesem Beispiel können wir Ihnen auch ganz gut den Begriff Digitaltechnik erklären. Typisch für sie ist, dass alle Größen, die zu verarbeiten sind, ziffernmäßig und somit abzählbar erfasst werden und auch ziffernmäßig darstellbar sind. Von Natur aus nun liegen die meisten physikalischen Größen nicht in digitaler Form vor. Sie müssen daher, um in digitaltechnischen Systemen verarbeitet zu werden, künstlich abzählbar gemacht werden. Hier in diesem digitalen Voltmeter wird die Spannung in einem sogenannten Analog-Digital-Umsetzer regelrecht abgezählt und dann ziffernmäßig angezeigt. Neben einem sehr hohen Auflösungsvermögen und einer außerordentlich hohen Genauigkeit besitzen solche digitalen Messinstrumente noch den Komfort, dass sie sich völlig selbstständig auf den günstigsten Messbereich einstellen. Achten Sie mal auf das Komma hier. Jetzt schaltet der Bereich um. Um das Prinzip der Analog-Digital-Umsetzung klarzumachen, haben wir hier zwei Versuche aufgebaut. Wir wollen uns ein Problem stellen, und zwar das Problem, einen Weg zu messen. Die Notwendigkeit solcher Wegmessungen treten häufig bei industriellen Fertigungsprozessen auf. Dazu werden wir Ihnen gleich noch im Film, in einem zweiten Film, einiges zeigen können. In der Industrie stellt sich häufig das Problem, dass Messergebnisse über größere Strecken übertragen werden müssen und entsprechend nachher auch angezeigt werden müssen. Das kann man nach der analogen oder auch nach der digitalen Methode machen. Das hier ist ein Beispiel für die Analogtechnik. An dem Schleifdraht hier, von hier nach da, liegt eine Spannung an. Mit dem Messinstrument hier greifen wir nun je nach Lage des Schleifers einen weniger oder größeren Teil der Gesamtspannung ab. Die abgegriffene Spannung ist analog zur Schleiferposition. Sie sehen, hier haben wir 40 cm
Und hier an dem Instrument werden 40 Teilstriche angezeigt. 100 Teilstriche, 100 Zentimeter, also genau 40 Zentimeter. Zur digitaltechnischen Verarbeitung muss der Weg abzählbar gemacht werden. Das geschieht hier in diesem Modell dadurch, dass wir das Lineal in Grundeinheiten aufgeteilt haben. Hier durch diese Striche, die jeweils einen Zentimeter auseinander sind. Hier haben wir nun eine Art Lichtschranke aufgebaut. Hier vorne die entsprechende Lichtquelle und hier hinten in diesem Block die Phototransistoren, die feststellen, ob Licht hier einfällt oder nicht. Das mal hier reinsetzen, das auf Null drücken. Fahre ich nun mit diesem Tastkopf an dem Lineal entlang, so wird das Licht durch die Stricheinteilung immer unterbrochen. Es werden Impulse gebildet. Jeder Strich erzeugt einen Impuls. Das heißt hier, bezogen auf unser Lineal, dass genau pro Zentimeter ein Impuls gegeben wird. Der Digitalzähler hier zeigt diese Impulse an, verarbeitet sie. Sie sehen, jetzt haben wir hier genau 40 Zentimeter zurückgelegt und unser Instrument zeigt auch 40 Zentimeter an. Übrigens, Zähler solcher Art, meine Damen und Herren, finden Sie in der Industrie zu Tausenden und Abertausenden. Wobei Temperatur, Druck, Geschwindigkeit, kurz alles, was messtechnisch interessant ist, Digitaltechnik umgesetzt werden kann. Man erhält in jedem Fall eindeutige Messergebnisse, die sich außergewöhnlich gut verarbeiten lassen. Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe für das außerordentlich starke Vordringen der Digitaltechnik in alle technischen Bereiche. Wir werden in den weiteren 12 Folgen darauf noch häufiger zu sprechen kommen. Aber überzeugen Sie sich doch selbst an den weiteren Beispielen, die wir für Sie im zweiten Film aufgenommen haben. Wir beginnen zunächst mit einem Beispiel aus der Messtechnik. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie kompliziert geformte Karosserieteile messtechnisch erfasst werden? Die Lage jedes Messpunktes muss räumlich, das heißt nach Länge, Breite und Höhe, exakt bestimmt werden. Der Techniker spricht von einer Vermessung in drei Koordinaten, in X-, Y- und Z-Richtung. Was noch vor einigen Jahren eine mühsame, zeitraubende Angelegenheit war, ist heute dank der digitalen Messtechnik kein Problem mehr. Einmal auf eine Nullposition eingestellt, erfasst der Messwertgeber die X-, Y- und Z-Koordinaten jedes einzelnen Messpunktes. Die Ergebnisse können dabei als Protokoll ausgedruckt oder aber digital weiterverarbeitet werden. Digitale Methoden aber auch und besonders in der industriellen Fertigung. Digitaltechnik hilft hier vor allem automatisieren. Die komplizierte Steuerung dieses Ventilhärteautomaten funktioniert nach digitaltechnischen Prinzipien. In unserem Beispiel sind es allerdings noch Relais und Schütze, die die Logik der Maschine, das heißt die Abstimmung der einzelnen Arbeitsfunktionen, übernehmen. Aber auch hier geht die Entwicklung in Richtung moderner Digitalsysteme mit Riesenschritten voran. Von elektromechanischen Schaltgliedern zu rein elektronischen Systemen. Besonders weit ist man in dieser Richtung bei den sogenannten numerisch gesteuerten Maschinen. Jede Bewegung, jeder Arbeitsgang wird im Konstruktionsbüro in eine Vielzahl kleinster, abzählbarer Schritte aufgeteilt, digitalisiert. Über Lochstreifen beispielsweise werden die Fertigungsdaten der Maschine eingegeben. Die digitale Elektronik setzt sie in Befehle um und die Maschine vollführt dann Schritt für Schritt den gesamten Arbeitsablauf völlig selbsttätig. Mithilfe solcher Automaten werden alle Probleme der Punkt-, Strecken- und Bahnsteuerung spanabhebender Werkzeuge mit unglaublicher Präzision gelöst, auf 1000stel Millimeter genau. Aber es muss nicht immer Elektronik sein. Dieser Gewindebohrautomat wird pneumatisch, das heißt durch Luft gesteuert. Anderes Medium, andere Schaltelemente, doch das Prinzip, genannt Digitaltechnik, bleibt das gleiche. Hier tritt die universelle Bedeutung digitaltechnischer Methoden besonders deutlich zutage. Das gleiche gilt übrigens auch für die Hydraulik. Der Pneumatik- bzw. Hydraulikfachmann von morgen kommt ohne digitaltechnische Kenntnisse nicht mehr aus. Hier ein Blick in die Steuerung. Ventile bzw. sogenannte Fluidik-Elemente übernehmen die logische Verarbeitung. Über dünne Schläuche, vergleichbar mit elektrischen Leitungen, sind die Elemente miteinander verbunden. Und nun ein Wort an Science-Fiction-Freunde.
Wenn überhaupt, dann wird der Robotermensch der Zukunft ein digitaltechnisches Gehirn haben und seine Bewegungen werden von diesem Gehirn digital gesteuert. Einstweilen hält die nüchterne Industrie wenig von solchen Zukunftsvisionen. Sie setzt auf Fertigungsroboter wie diesen hier. Menschliches Aussehen und Verhalten kann man allerdings beim besten Willen nicht entdecken. Um aber Arbeiten wie Greifen, Einspannen und Aussondern durchführen zu können, bedarf es bereits einer ausgeklügelten digitalen Logik. Und auch diese Bilder haben etwas mit Digitaltechnik zu tun. Wir denken dabei noch nicht einmal an die Steuerung des Krans, der hier einen 35-Tonnen-Container sanft aus dem Schiffsbauch hebt. Es geht uns um die Schifffahrt ganz allgemein. Längst hat die Elektronik auch hier ihren Einzug gehalten. Elektronik als Matrose. Dank ihrer Hilfe ist es möglich, Riesenschiffe mit einem Minimum an Besatzung auf die Reise zu schicken. Moderne Schiffe haben eine Unzahl von Überwachungs-, Kontroll- und Steuereinrichtungen. Sie sind nur noch koordinierbar mit Hilfe der Digitalelektronik. Jeder Messwert wird rundum in Rhythmus von wenigen Minuten kontrolliert. Die wichtigsten sogar zur Kontrolle ausgedruckt. Qualifizierte Schiffstechniker sind heute schon ebenso wie viele Kollegen auf dem Festland auf digitaltechnische Kenntnisse angewiesen. Die Koordinierung aller Überwachungs- und Steuerungseinrichtungen des Schiffes übernimmt in den meisten Fällen ein sogenannter Prozessrechner. Er beinhaltet Digitaltechnik in höchster Vollendung. Prozessrechner sind eine Sonderform des Computers ganz allgemein. Hier ein Blick in den Bedienungsraum eines Großrechnersystems. Wie weit unser Leben inzwischen von solchen Datenverarbeitungsanlagen bestimmt wird, ist heute wohl jedem Bürger bewusst. Ob mit ihrer Hilfe Steuern berechnet, ob Verbrechen bekämpft, ob Satelliten zum Mond gelenkt oder ob medizinische Diagnosen erstellt werden, immer geht es um digitale Verarbeitung von Informationen. Digital werden Millionen von Einzeldaten gespeichert, auf Magnetbändern, Platten oder Ringkernspeicher. Ebenfalls digital werden sie in unglaublich kurzer Zeit Schritt für Schritt miteinander verglichen, verknüpft oder aussortiert. Digital werden sie letztlich weitergegeben oder auch ausgedruckt. Die Rechnertechnik ist das Gebiet, auf dem die Digitaltechnik ihre bisher größten und frühesten Erfolge zu verzeichnen hatte. Von hier nahm sie ihren Ausgangspunkt in die anderen technischen Bereiche. Ich hoffe, meine Damen und Herren, wir haben Ihnen heute einen repräsentativen Einblick in den Anwendungsbereich der Digitaltechnik gegeben und Ihnen damit ein bisschen Geschmack gemacht auf die weiteren 12 Folgen dieser Senderei. Wie Sie vielleicht schon den Vorankündigungen entnommen haben, ist die Sendereihe aber nicht das einzige Mittel, mitzuarbeiten. Wir haben einen Medienverbund gestaltet, der zunächst aus Sendungen, vornehmlich mit Logik, allerdings einer besonderen Art von Logik beschäftigen.